Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin wieder unterwegs auf Reportereinsatz für Sie und wo ich bin, das erfahren Sie nach dem Intro. In Malsburg-Marzell im Landkreis Lörrach kam es am Mittwochabend zu einem Feuerwehreinsatz. Circa 70 Einsatzkräfte waren hier vor Ort. Stellvertretender Kreisbrandmeister Klaus Werner berichtet. Mein Name ist Klaus Werner. Ich bin stellvertretender Kreisbrandmeister und Kommandant der Feuerwehr Grenzach-Wiehle. Herr Werner, was ist hier passiert? Also um 18.24 Uhr wurde die Feuerwehr Malsburg-Marzell mit ihren Abteilungen alarmiert. Die Alarmmeldung war offenes Feuer aus Dachstuhl. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellt sich heraus, dass es praktisch ein Feuer ist im Bereich einer Dachgaube. Da wurden heute Arbeiten ausgeführt. Der Zimmermann war da, der Dachdecker war da und es brannte oberhalb der Dachgaube. Im Inneren der Wohnung war kein Feuer, es war nur äußerlich unter den Ziegeln auf der Dachhaut. Durch das schnelle Eingreifen der ca. 70 Feuerwehrleute konnte Schlimmeres verhindert werden. Frank Zimmer, Einsatzleiter und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Malsburg-Marzell, berichtet über den Einsatz. Wo wir eingetroffen sind, haben wir vorgefunden, dass aus dem Dachfirst raus Flammen geschlagen sind. Und wie sind Sie dann vorgegangen? Wir haben das erste Fahrzeugführer gezogen und haben dann eine Riegelstellung gemacht gegen die anderen Gebäudeteile in Kehle einge und haben versucht, mal im Ring mit das ganze Thema erstmal abzuschirmen. Und welche Feuerwehre waren hier alles vor Ort? Die Feuerwehr vor Ort war die Feuerwehr Marzell und die Freiwillige Feuerwehr Kannen. Mit wie vielen Einsatzkräften? Einsatzkräfte waren Kanton, waren 22, 15 in Reserve, Marzell ca. um die 40. Und es liegt hier oben ja am Berg. Wie ist es hier mit der Wasserversorgung? Wasserversorgung, öffentliches Wassernetz, ganz normal über die Rande, was jetzt hier vorgeschrieben ist. Zweite Löschwasserversorgung über die Kanner, das anwesende Gewässer. Gab es Verletzte? Verletzte gab es keine, Personenschaden, überhaupt nichts. Der Brand jetzt einfach nur auf die Außenhöhe des Gebäudes beschränkt. Die Brandursache ist bisher noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.